Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. So, wir wollten jetzt diesen Turm hier besteigen, diesen Aussichtspunkt. Und ja, damit wir näher an unser Attentatsziel herankommen. So, hier drauf. Oh. Hoffentlich sieht uns der nicht. Ah, er sieht uns nicht. Sehr gut. Erstmal hinterrücks ermorden. So. Hier fliegen jetzt schon die Möwen rum. So. Synchronisieren. Jetzt wollte ich schon fast wieder runterspringen. So, was ist das? Informanten Herausforderung, Bogenschützen ausschalten. Alles klar. Das machen wir doch gleich. Friede sei mit euch, Bruder. Obwohl mir selbst kein Frieden vergönnt ist, geschieht mir recht, schätze ich. Ich war zu tollkühn und Wilhelm hat seine Bogenschützen entsandt. Ich würde mich ihrer selbst annehmen, aber ich habe nicht euer Geschick. Wäret ihr bereit, sie aufzuspüren und zu töten? Vielleicht kann ich euch von Nutzen sein, falls ihr mir helft. Aber seid vorsichtig und lasst euch nicht sehen. Na klar, mache ich doch gerne. Ich mag die Bogenschützen ja auch nicht. Wir haben uns von Gott abgewendet. Und ihr strapaziert meine Geduld. Bewegung. Da oben ist der Erste. Oh. Da darf ich wieder hochklettern. Haltet den Assassinen! Ihr seid erledigt! Gebt auf! Oh, jetzt denkst du an. Ach Mann. Ach nö. Ich sehe ihn! Er ist da drüben! Ich komme näher! So. Auf ein neues. Ups. Dieser Tölpel. Ja, sorry. Ich hab kein Geld. Und neu starten. So. Jetzt habe ich aber gesehen, dass hier eine Leiter ist. Oh, eine Flagge. Flagge. Ich habe nichts. So. Wo ist er? Jetzt bekomme ich ihn aber. Zack. Jawohl. Und auf zum nächsten. Schert euch vor. Nein. Jetzt kann ich wieder neu starten. Ich glaube, da benutze ich die Wurfmesser. Wird wohl das Einfachste sein. So, neu starten. So, nochmal. Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauche das Geld. Ja, von mir bekommst du keins. So, dreh dich um. Ah, lässt sich nicht langsam mal noch weiter umdrehen. Jetzt. Jetzt bekommen wir die Klinge zu spüren. So. Beim anderen war ich gerade ein bisschen zu schnell dran. Dachte nicht, dass der gleich hier um die Ecke steht. Ui, ui, ui. Oh, es war knapp. Und. Zack. So. Der letzte. Wo ist der jetzt? Hier irgendwo. Ah, da oben. Jawohl. Ja, die haben wir erledigt. Und jetzt besteigen wir gleich noch den Turm hier.
wenn wir schon mal hier sind. So, hier drauf. Vorsicht Adler, ich muss auch mal hier drauf. Und synchronisieren. Gut, die Felsen, die sehen jetzt nicht so schön aus. Aber es geht ja um die Stadt. Bei den Felsen sind wir eh nicht. Was haben wir jetzt noch gefunden? Informantenherausforderung, Marktstandzerstörung. Okay. Ja, das könnten wir eigentlich auch gleich machen. Wenn wir schon in der Nähe sind. So, hier runter. Was? Bin noch an ihn dran. Ach man, jetzt muss ich erst zum anderen wieder zurück. Na, dann laufen wir doch zum anderen wieder. So schnell wie möglich. Oh, sorry. Dafür solltet ihr euch besser entschuldigen. Ah, Entschuldigung. Er wird noch jemanden verletzen. Er wird noch jemanden verletzen. Ja, euch werde ich verletzen. So. Hab Dank, Altair. Jetzt kann ich mich wieder frei umherbewegen. Nehmt diese Karte, die ich angefertigt habe. Sie zeigt euch, wo Wilhelm weitere Bogenschützen postiert hat. Sehr hilfreich, wenn ihr erst in seiner Festung seid. Dankeschön. Karte, welche die Positionen von Wilhelms Bogenschützen zeigt. Sehr gut. Was zum Teufel wollt ihr? Nichts. Ach, ich könnte schon wieder zum Büro zurück. Ja, den hier mache ich noch einen Aussichtsturm. Dann gehe ich noch zum Informanten. Und dann gucken wir mal weiter. Ja, mein Gott hat mich echt verlassen. Oh, oh. Ich hab doch nichts getan. Warum tut er das nur? Ach nö. Das ist doch ein Tempel, oder? Na komm, greif mich an. Nein. Ja, greif mich an. Na los. So, nächster. Nein. Nein. Schrei nicht so rum da unten. Ich sehe nichts. So. Oh, der geht drauf. Kommt schon. Jawohl. Zwei Stück hintereinander. Da kommt schon der dritte. Ja, komm, greif an. So, und jetzt du aber. Jawohl. Und nochmal. So, und du willst auch noch? Oh. Lol. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen davon erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. In seine Nase. Da ist die Nase ein bisschen rumgebackt. Ein Mörder läuft frei herum. So, jetzt den Turm hier. Wie komme ich darauf? Hier. Er wird sich noch verletzen. Nee, nee. Und wenn das passiert, werde ich nicht helfen. Oh, das ist aber nicht nett. So, hier drauf, hier hoch und rechts hoch und da geradeaus. Ihr dürft nicht passieren. Doch, darf ich schon. Geht, bevor wir Gewalt anwenden. Ja, ich bin gleich weg. So, das war's schon. Ja, synchronisieren wir hier mal. So haben wir auch noch nicht synchronisiert. Ja, der ist da gerade am Sterben. So. Gelehrte, okay. Ja, theoretisch könnten wir wieder zurück zum Büro. Das werden wir auch machen.
Oje, 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 halt dich fest. Lol. Okay. Das war nicht geplant. Aber ich glaube, jetzt sind wir schon wieder im Büro. Entfernte Feinde mit Wurfmessern. Oder wo komme ich wieder raus? Okay, wieder an derselben Stelle. Auch gut. Oh, steh mir nicht im Weg. Ja, weil ich dich anrempel. Na gut, er hätte stürzen können, sich das Genick brechen. So. Das hat sich auch schon wieder erledigt. Dass sich die Bewohner eigentlich nicht wundern, wenn ich da am Fenster vorbeikletter. Und zack. Den Turm hier können wir noch erklimmen. Wenn wir schon daneben stehen. Vorsicht, Adler. Dankeschön. Und synchronisieren. Sehr schön. So. Jetzt will ich aber nicht runterspringen, sondern hier runter. Sehr schön. Oh, halt dich fest. Ah, sehr gut. Hier laufen wir mal über die Dächer drüber. Ah, jetzt kommt er da wieder nicht rüber. So. Auf zum Büro. Da komme ich nicht rüber. Halt dich fest, halt dich fest. Oh. Dann eben nicht. Haben wir noch irgendwas in der Nähe? Nö. Also, auf zum Büro. Na, nicht runterfallen. Hier darfst du runterfallen. So. Hallo. Alter, ihr. Was führt euch so bald wieder zu mir? Ich habe mich mit Wissen gewappnet, wie befohlen. Sprecht, und ich werde urteilen. Wilhelms Heer ist groß und viele nennen ihn ihren Herrn. Aber er hat auch Feinde. Er und König Richard sind sich nicht wohlgesonnen. Wohl wahr, sie standen sich nie nah. Das gereicht mir zum Vorteil. Richards Besuch hat ihn erregt. Wenn der König aufbricht, zieht Wilhelm sich in die Festung zurück, um nachzudenken. Er wird abgelenkt sein. Genau dann schlage ich zu. Seid ihr dessen sicher? So sicher ich nur sein kann. Und wenn die Dinge sich ändern, passe ich mich an. Dann gebe ich euch freie Hand. Beendet das Leben von Montferrat und befreit diese Stadt. Alles klar. Ich kehre zurück, wenn die Tat vollbracht ist. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Na gut. Anschlag, nachdem sich Wilhelm und König Richard getroffen haben. Er wird abgelenkt sein. Okay. So, wo muss ich hin? Da runter. Ja, da bin ich wieder ein Stückchen unterwegs. Da laufen wir in dieser Folge auf jeden Fall noch hin. Sechster Attentat müsste das jetzt sein, oder? Ich denke schon. Schön über die Dächer drüber. Ah. Den Turm können wir auch gleich noch erklimmen. Ja, wenigstens hält er sich fest, wenn man drauf drückt. Ja, ich bin gleich wieder weg. Halt! Ihr dürft nicht passieren! Ich will nur synchronisieren. Komm. Komm, schnell, 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 schnell. Jawohl. Gerade noch so. Wahrscheinlich hätte er jetzt gleich mit dem Pfeil auf mich geschossen. So. Da möchte ich jetzt nicht runterspringen. Lieber hier. Und noch weiter. Sehr gut. Geht, Bauer, bevor ich euch wegjage. Geht, Bauer, genau. Sehe ich aus wie ein Bauer. Jetzt
zeig dir gleich, wer der Bauer ist. Ihr wagt es, vor meinen Augen zu stehlen? Das kostet euch euren Hals. Lass mich los, bitte. Ihr wagt es, vor meinen Augen zu stehlen? Das kostet euch euren Hals. Du bist nicht rauf. So. Ihr wagt es, vor meinen Augen zu stehlen? Das kostet euch euren... Eine Flagge. Die habe ich gesehen. Oh je. Da müssen wir ja noch ein Stück... Ja, willst nicht weiter rauf? Daneben so. Oh ne. Oh, das dachte ich schon, ich sterbe wieder. Elender Dieb, du wirst sterben! So. Der hat sich auch erledigt. Hier drauf. Hier rüber. Hier kommen wir bestimmt auch rüber. Sehr schön. Ja, das war's jetzt schon wieder mit dieser Folge. Ihr dürft nicht hier sein. Den töten wir noch. Geht, bevor wir Gewalt anwenden. So. Und damit verabschiede ich mich wieder. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bei Let's Play Assassin's Creed mit mir, dem Solenbro. Haut rein und ciao.